Wir stehen hier im Reitstall Schloss Kammer und sind beim Mevisto Equestrian Excellence Lehrgang. Roland, was hat's damit auf sich? Naja, die Grundidee war einfach, dass die Leute vorbereitet werden für die wichtigen Turniere, die jetzt kommen, und dass die Reiter um den Pferdesport herum noch andere Themen behandelt, also die behandelt werden, wie Mentaltraining zum Beispiel gestern mit Herrn Dr. Wörth, das sehr interessant war für die ganzen Teilnehmer. Und nebenbei ist es einfach so, dass wir immer diese Warum-Frage klären wollen. Warum baut ein Parcoursbauer? Warum ist Mentaltraining wichtig? Warum einfach die Frage, warum steht im Raum, und die versuchen wir einfach so gut wie möglich zu beantworten. Nicole, du bist Mitbegründerin des Lehrgangs, reitest selbst auch. Wovon profitierst du am meisten? Beim Reiterlichen, das Zusammenspiel zwischen Dressurarbeit, Springarbeit. Wir haben eine große Wiese, wo wir heute bergauf springen, dass sich die Pferde strecken, Kraft bekommen. Die Anlage in Schloss Kammer ist optimal, um sehr vielseitig das Pferd zu trainieren. Als Reiterin gefällt mir auch sehr das Zusammenspiel von dem Team. Wir sind 8 Teilnehmer mit mehreren Pferden. Haben beim Mentaltraining oder gestern Teambuilding im Hochseilgarten sehr zueinander gefunden, Kommunikation. Es sind so, doch auch sehr unterschiedliche Leute. Einerseits der eigentlich schon sehr hochprofessionelle die Nachwuchsreiter und dann auch sportlich ambitionierte Reiter wie ich, wo wir aber alle gleichermaßen überall etwas mitnehmen können. Es ist für jeden was dabei gewesen bis jetzt. Die Nicole hat es gerade angesprochen, es ist ein bunter Mix hier, bestehend aus Nachwuchssportlern und auch all jenen, die sich auf die EM vorbereiten. Roland, auch du steckst mitten in den EM-Vorbereitungen. Wie geht's hier weiter auf diesem Weg? Naja, vor allem geht es jetzt einmal in erster Linie um die Junioren und Young Rider, die sich da vorbereiten. Für mich selber ist es dann Ende August soweit und bin natürlich genauso dran. Also ich stehe früh morgens auf und arbeite halt mein Pferd etwas früher. Und ja, der genaue Plan dauert jetzt ein bisschen zu lang, um das zu erklären, aber wir sind voll dabei. Sehr gut. Und wie geht jetzt die Woche noch weiter? Ihr habt noch 1,5 Wochen Lehrgang. Nicole, welche Bereiche stehen jetzt noch an? Wir haben heute mit dir einzelne Mentaltraining-Übungen. Dann geht es weiter Richtung Pferdeanatomie, Pferdephysiotherapie, Sportpferdebetreuung. Wie kann ich optimal ein Pferd coachen und unterstützen, dass es zu einem Großereignis optimal vorbereitet ist? Wir haben auch für die Reiter Physiotherapie, auch Yoga für die mentale Vorbereitung und Kräftigung. Ja, und dann noch einige Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und sonstige Sportarten. Und gibt es jetzt schon einen Ausblick, wann wird der nächste Lehrgang stattfinden? Wie sieht hier der Plan aus? Naja, es ist auf jeden Fall fest am Plan, dass wir es machen. Der Zeitpunkt steht noch aus und wir möchten da jetzt den ersten Teil jetzt oder den ersten Lehrgang mal verarbeiten, auf das Feedback warten, wie das ankommt. Bis jetzt ist es extrem positiv. Und dann nach dem Kurs werden wir das weiter planen und schauen, wann wir den nächsten Termin finden. Dafür wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.